Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt, ein kleines Spezial von Mario Paint. Da ja Mario Maker ja ziemlich gut angesagt in YouTube reingekommen ist, dachte ich mir, spiele ich doch quasi den Vorgänger des Mario Maker, der Mario Maker Reihe. Auch wenn man das natürlich nicht unbedingt hundertprozentig vergleichen kann, da Mario Maker eher das Level Editor ist. Und Paint ist eher diese Zeichenkunst mit Animation und. Ach, das müsst ihr einfach selber sehen. Es gibt auch hier, wie auch bei Mario Maker, ein richtig geniales Title Screen. Man kann einiges machen. Hier beispielsweise habe ich Mario schrumpfen lassen. Ich kann ihn natürlich auch wieder wachsen lassen, so ist es nicht. Aber man kann ganz irre coole Sachen hier machen. Das ist einfach irre, was man hier so alles machen kann. Es gibt einfach unglaublich viel. Hier zum Beispiel eine Bombe entzünden. Ganz cool gemacht. Und sämtliche Buchstaben haben sämtliche Funktionen. Hier zum Beispiel sehen wir, wer das alles gemacht hat. Oder wir machen hier einen schönen Rahmen drum. In schöner Farbe. Sieht auch nett aus, oder? Ich glaube, das müsste... Nein. Ich weiß gar nicht. Da ist Yoshi. Es ist so genial. Ja, es gibt viele coole Dinge, die man hier machen kann. Und die werden wir jetzt hier rausfinden. Was man noch alles mit diesem Title Screen machen kann, das müsst ihr dann schon selber mal versuchen. Es ist ziemlich cool, auf jeden Fall für alle, die Mario Maker mögen, und Selbstgestaltung hatte die Super Nintendo auch, und deswegen gab es damals zusätzlich zu der Super Nintendo eine zusätzliche Maus, und das sogar schon im Jahre 1992. Also man könnte schon sagen, einer der allerersten Mäuse, die erstellt worden sind, und man könnte sagen auch das allererste Zeichenprogramm. Das macht es ja dadurch zu Besonderheit in dem Jahr, ganz klar. Ja, man kann wie gesagt hier einiges machen, man kann hier schön auch so ein paar Zeichnungen machen, beispielsweise so, jetzt habe ich hier einen dicken Stift, hier ist ein dünnerer Stift. Und dann machen wir hier mit dem hier zum Beispiel beispielsweise, ja warte mal, da könnte man schon irgendwelche Strukturen einbauen. Ist nicht so einfach. Obwohl, es ist nichts anders als wie das normale Paint, das man auf dem PC früher schon genutzt hatte oft. Aber... Joa... Ein bisschen Übungssache und dann kriegt man das, denke ich mal, auch ganz gut hin. Na, das ist schon nicht so einfach. Muss man sich erstmal mit der Maus einfinden. Aber es funktioniert. Es scheint ja ganz gut zu funktionieren. Und wenn man sich überlegt, zu dem Jahr, nicht schlecht. Da hat Nintendo auf jeden Fall einiges bewiesen. Und zwar, dass tatsächlich alles Mögliche machbar ist. Hier machen wir mal das Strichchen ein bisschen anders, etwas feiner. So. So, aber das ist ja nicht alles, was man hier machen kann. Ich werde euch noch einiges in diesem Let's Play zeigen. Ich will jetzt nur versuchen, ich kann den wahrscheinlich nicht so gut, so einfach mal mir nicht erstmal aus dem Kopf rauszuhauen und dann auch noch mit dem, ja, man könnte sagen, mit der Nintendo-Maus umzugehen. So. Das war jetzt nicht der perfekteste Mario, aber... Komm, beim ersten Versuch gebe ich mir ganz schön viel Mühe. Wenigstens so den Kopf sitzen. Ah, und was auch noch interessant ist, man kann diese Dinger auch ganz gut zusammenmixen. Ich möchte hier aber vorher noch sämtliche Striche hier korrigieren, damit das nicht überläuft. So, und jetzt wollen wir mal das Gesicht davon machen. Erstmal hier noch, das ist auch wichtig. Der hat ja hier noch die Haare raushängen. So. Ich
bin echt nicht gut da drin. Das ist so genial, aber trotzdem. Und jetzt können wir quasi auch die Gesichter ganz schön ausmalen, ohne groß... Ah, das ist jetzt mit dem Auge... Ja, ist fehlgefallen. Das kann man aber noch korrigieren. Das ist gar kein Problem. Auch der Bart hat was abbekommen, aber ich sehe ja auch jetzt das Problem. So. Und das Korrigierte können wir quasi hier wieder weiß machen. So. Und den Bart. Und das da machen wir schwarz. Und es sieht zwar jetzt nicht der perfekt aus, aber hey, ist doch interessant gemacht. Aber wie gesagt, es hat noch einige andere Funktionen. Man kann auch, aber das kann ich leider in dem Video noch nicht zeigen, weil ich es noch nicht ausprobiert habe, anscheinend auch mit Bildern kleine Animationsvideo bauen. Das war irre. Also, wenn man sowas konnte, top auf jeden Fall. Aber ich habe auf jeden Fall hier nicht so viel Talent. Mit dieser Maus ist das einfach schwierig zu steuern. Wir können natürlich auch mit dem Hund, wie auch bei Mario Maker ist, rückgängig setzen. Aber nur einmal halt. Oder wir machen hier ein paar Strichchen. Also es ist ja schon irre, was man überhaupt hier machen kann. Dann gibt es hier auch noch Farben, Formen. Und radieren kann man natürlich auch. Also das ist, das muss man schon überlegen. Zu der Zeit war das wahrscheinlich sehr, sehr revolutionär. Man konnte so viel machen. Und zwar schon mehr, als wie der erste PC mit dem ersten Paint hatte. Weil es einfach viele Funktionen hatte. Und das war einfach genial. Zu der Zeit. Aber ich will euch ja noch einige andere Sachen hier zeigen. Hier zum Beispiel könnten wir jetzt auch, ja, die Rakete. Die ist eigentlich dafür da, dass man einfach direkt, das hätte ich auch machen können, alles wegmachen kann oder direkt zaubern. Buff. Oder die Farbpalette. Also ist auf jeden Fall einiges, was man hier machen kann. Ach komm, da wollte ich gar nicht drauf. Aber die Animation ist richtig cool gemacht. So. Das sind solche Bewegungsteile, da komme ich auch noch zu, vielleicht. Doch, ich will euch ja noch mehr hier zeigen. Animation, dafür war dieses Ding hier ziemlich gut. Wer also Animationen damit machen wollte, konnte das. Und wer jetzt Mario Maker kennt, der wird diesen Roboter auch kennen. Im Großen und Ganzen könnte man natürlich jetzt hier seine Bilder, seine Werke setzen. Dann hat man hier seine Speech, die Geschwindigkeit. Aber das ist ja nicht alles, was man machen konnte. Hier konnte man, glaube ich, seinen Animationsfilm setzen. Ich weiß es gar nicht. Müsste ich höchstens mal irgendwann privat mal ausprobieren. Aber ganz coole Sache, dass man hier auch Animationsvideo machen konnte. Es gab auch diese Möglichkeit, solche kleinen Bilder zu machen, die man in den Paint nutzen konnte. Das heißt, es war ja hier in Paint möglich, noch Bilder zu setzen. Solche Bilder halt, da habe ich sogar eins versucht ausprobiert. Und damit nicht so viel Zeit aufwendig wird, gehe ich mal in den Musikeditor. Den konnte man nämlich ebenfalls bei diesem, ja, Paint-Produkt mit einsetzen. Man konnte seine eigene Musik für kleine Minifilmchen machen. Und die konnte man hier aufbauen. Aber man konnte auch einfach so aus Spaß einfach was bauen. Beispielsweise, ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier den Gameboy-Sound einsetze. Das wird wahrscheinlich jetzt total mies klingen. Ich weiß es nicht. Ich habe vorhin schon mal eine kleine Probe gemacht. Das lief eigentlich ganz gut. Hätte ich euch gerne noch gezeigt, aber dazu bin ich nicht gekommen, weil ich nicht genau weiß, wie man hier abspeichert. Und man konnte auch noch die Katze einsetzen. Und wenn man dann zu Ende war, konnte man das Ganze hier beenden und man konnte das dann ablaufen lassen. Das klingt jetzt, denke ich mal, ziemlich schräg. Naja, gut. Nicht so perfekt, wie ich es eigentlich hätte gedacht.
Aber es geht so. Und man konnte natürlich immer wieder umbauen. Man konnte die Tempogeschwindigkeit einstellen. Langsame Geschwindigkeit. Oder ganz schnell. Ganz irre. Natürlich hat Nintendo auch damit gerechnet, dass man vielleicht sich ein bisschen inspirieren lassen möchte mit den Nintendo Sounds, was wie und was da vielleicht gut anklingt. Auch diese Sounds sind natürlich hier vertreten. Ganz coole Sache. Und man konnte das halt in seinen Videos da einfügen. So, dieser bekannte Roboter, wie gesagt, hier hatte man natürlich die Möglichkeit, hier einmal der Paint-Produkt, Animation und Sound. Und wenn man alles dann hatte, konnte man das dann zusammenschneiden. Ob das jetzt alles so klappen würde, das weiß ich nicht. Denn ich habe das noch nicht so viel ausprobiert. Ich habe nur so ein bisschen mal durchgeguckt. Aber das sind halt so die Sachen, die man braucht. Dann gab es hier noch, ja, solche Bilder, die man ausmalen konnte. Wobei aber nicht gerade eine Riesenauswahl dabei ist. Aber man konnte hier quasi hier zum Beispiel von diesen Dingern hier einiges umbauen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Happy Birthday oder sowas machen. Oder hier zum Beispiel die Unterwasserwelt. Alles weg. Ja, beispielsweise wir nehmen jetzt das hier. Und jetzt können wir quasi mit den Paint... Muss ich selber mal gucken, wie das jetzt gemacht wird am besten. Genau. Jetzt können wir quasi mit dem hier. Oh, machen wir mal so. Die Rose markieren. Und die konnte man dann hier so draufsetzen. Oder wir setzen da... Ach. Oder wir setzen da mal eine Kerze noch drauf. Das sieht doch niedlich aus. Was auch ganz cool ist, ist, dass man auch, wie bei Mario Maker, die Selbstgestaltung hier auf jeden Fall einsetzen kann. Ich werde euch das mal mal eben kurz zeigen. So, alles erstmal wegmachen. Indem wir quasi hier, weiß ich nicht, war das jetzt hier drauf? Ja. Wir machen jetzt mal hier so ein klitzekleines Bildchen von einem etwas schrägen Level. Ich weiß, das wird wahrscheinlich sehr, sehr schräg werden. Man könnte natürlich auch noch so ziehen, aber das sieht nicht so aus. Oder man macht es halt in Stücken. Also, oder so. Sieht jetzt nicht sehr profihaft aus. Aber wir wollen ja hier irgendwie sowas in der Art gestalten. Jetzt ist das einfach mal der Boden. Und dann setzen wir mal schöne Bäumchen noch da drauf, obwohl das eigentlich gesteinert ist, ne? Ist auch nicht so perfekt. Oder eine Leiter noch hinsetzen. Die ganz, ganz schräg aussieht. Man kann es natürlich auch gerade machen, aber ich bin echt nicht so dafür, dass ich das jetzt machen möchte. Dann setzen wir mal hier. Ups. So. Es sieht jetzt etwas verrückt aus, ich weiß. Aber wir können hier, wie gesagt, einiges nutzen. Und ich würde jetzt mal gerne mal Yoshi hier laufen lassen. Und dahinter setzen wir mal ein paar Goombas hin. Und dann wollen wir Mario auch noch irgendwie hier oben sitzen lassen? Nein. Wir setzen den mal da einfach drauf. Ich weiß, das sieht wahrscheinlich jetzt nicht so cool. Je nachdem, was man hält. Das ist der Laufende. Das bringt nichts. Wieso habe ich denn... Hier sind zwei Laufende. Dann machen wir hier noch ein Koopa hin. So.
alle Leute sind so gut wie vertreten. Und damit das Ganze noch schön aussieht, und das wird wahrscheinlich jetzt wegen dem Auge auch ein bisschen komisch werden bei den Cooper. Aber das kann man noch korrigieren. Das ist kein Problem. Ah nee, macht das sogar automatisch. Cool. So, und jetzt haben wir quasi eine schöne Welt. Ach. Da ist die Leiter ein bisschen angemalt. Aber ganz nett aufgebaut. Und man kann halt so kreativ wie möglich sein. Es stehen viele Sachen offen. Man könnte natürlich hier auch noch... Ja, noch Gräser einsetzen. Ach, jetzt weiß ich, warum das der war. Setzen wir noch mal Papa Bombs, Pop-Bombs hin. Die sind aber auch gleich. Ein paar Stachis. Oh, gute Idee. Ich habe eine ganz witzige Idee. Perfekt zum Mario Maker. Stachikop. Passt doch. Ja, wenn euch das soweit gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall für einen Daumen freuen. Und mal sehen. Auf jeden Fall eine schöne Bewertung wäre schön und ein Feedback. Lasst es mal da und wir sehen uns einmal zum nächsten Spezial wieder. Bis dahin, ciao.